Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Winter Up in Minecraft. So, und heute machen wir das Schlafzimmer fertig. Ich habe gesehen, es gibt leider keine Bilder mehr in Minecraft, deswegen habe ich einfach selbst eins schnell gebastelt. Und das sieht so aus. Ein bisschen Portal mit reingemacht. Und ja, vielleicht machen wir da noch eine Uhr hin. Man kann ja nie genug tickende Uhren haben zu Hause, ne? Jedenfalls, heute reißen wir Wände ein. Einmal hier. Für eine Fenster. Oh, guck mal, wie schön das ist. Guck mal, wie schön das ist. Oh, das ist zu viel. So. Da geht noch was. So. Damit machen wir halt das Schlafzimmer fertig. Oh, das habe ich perfekt hingekriegt. Wie das hier reinstrahlt. So, Problem an der ganzen Geschichte ist, ich habe kein Glas mitgenommen. Ist das grün? Nee, alles gut. Das ist nur das Licht. So. Weißes Glas. Das können wir einfach so reinpacken. Rein theoretisch. Machen wir aber nicht. Wir machen es richtig. So, zack. Da haben wir es doch schon, oder? Ne, das ist weißer Beton. Ich habe schon wieder so viele Sachen hier. Ich habe gerade erst ausgemistet. Okay, wir setzen das Glas hier ran. Ne? So, dann kommt das Weiß zum Einsatz. So. Oh, das war falsch. So, natürlich Replace. So. Ja, sehr schön. Und dann machen wir komplett blau. Wir haben hier alles blau. Ich habe kein Blau mitgenommen. Nee, weißt du was? Machen wir das schwarz hier. Schwarz wie meine Seele. Sieht nur ein bisschen kacke aus. Wird auch so bleiben. So, jetzt kommt natürlich das Bessere. Und zwar machen wir hier jetzt eine kleine Nische rein. Wird da natürlich auch noch Staubplatz sein wird. Mit Spielen oder so, keine Ahnung. Einfach schon was reintun. Damals konnte ich das schisseln. Ja, dann gehen wir nochmal in Kreativmodus. Nehmen wir halt Lava. YOLO, Alter. Los. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Lava. So, ich glaube, ich brauche noch mehr Lava. So, das wird hoffentlich reichen. Ja, scheiße, dass man das nicht mehr schisseln kann. Aber gibt es davon ein Schissel? Ist es nicht Lavastein? Da, Magma. Nee, es gibt keinen Magma-Block. The fuck? Warum nicht? Egal. Ziehen wir es durch. So, das soll nämlich ein kleines Highlight werden. Das heißt, wir werden in der Stube auch mit Lava arbeiten müssen. Ich hoffe, meine Bude fackelt deswegen nicht ab. Weil hier alles irgendwie aus Holz ist. Puh, fackelt alles ab. Oh mein Gott, hoffentlich nicht. Na gut. Man hört die Lava auch nicht. Perfekt. Hat das perfekt gepasst? Oh mein Gott. Ich bin göttlich. Guckt euch das an. Das hat richtig gut funktioniert. So. Ja, so viel zum Schlafzimmer. Wie gesagt, die Kleinigkeiten werden wir später alles machen. Vielleicht hier noch was hin oder da. Oder bearbeiten das hier nochmal. Sieht hier nicht wirklich so schön aus. Wir könnten auf jeden Fall noch ein Stück von der Wand wegnehmen.
Na, dazu ein anderes Mal. Ich würde sagen, widmen wir uns dem Wohnzimmer. Das wird natürlich das Coolste von allen Leuten. Also, seid gefasst auf etwas richtig Cooles. So, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen als allererstes natürlich Truhen. Dafür habe ich, ah, ich habe Holz am Start, alles gut. Wir brauchen eins, zwei, ja, da irgendwie viele, irgendwo ein paar Truhen brauchen wir. Ja, wie viel kriegen wir hin? Ah, zwei, ja, das ist sehr wenig. Sehr wenig. Aber gut. Als allererstes der Kühlschrank. Kann ich den immer noch aufmachen? Ja. So, das ist der Kühlschrank. Dann brauchen wir den Ofen. Ja, den Ofen. Dankeschön. Und ja, dann können wir eigentlich auch den hier mitnehmen. Das ist natürlich alles randvoll, ne? Nee, zwei unterschiedliche Holzsorten. Geil. Oh. Problem gelöst. Jetzt haben wir 10 Truhen. So. Dann haben wir hier daneben direkt. Das ist Kacke. So. Wieso kann ich da. Nein, ich kann die nicht nebeneinander packen. Ja gut, dann muss das so funktionieren, dann geht das nicht anders. Da packen wir halt den Ofen hin. Ja, das wird reichen. Dann müssen wir hier halt noch ein Stück wegnehmen. Ganz schönes Stück. Oh, nein, 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 nein. Das war zu viel. Da hinten, dass wir bleiben. Ja, wieso machen wir das nicht einfach so? So, das ist hier grauer Beton, perfekt. Packen wir den hier nämlich auch wieder rauf. Na, das war Kacke. Wenn so hätte es auch funktioniert, aber wir brauchen halt diesen einen Überschuss. Es ist ganz wichtig, immer wenn man mit Truhen arbeitet, einen Überschuss zu haben. Weil sonst kann man so nicht arbeiten oder wenn man irgendwas hat, was auf jeden Fall nicht geschisselt werden kann. So, sieht zwar jetzt noch ein bisschen kacke aus, ne? Und ich glaube, wir haben auch nicht genug Platz. Es sei denn. Ah, ich glaube, die brauche ich noch. Da könnte das hinkommen. Dann machen wir hier eine Fernsehspielecke. Hier machen wir den Essbereich. Könnten wir rein theoretisch noch ein mehr in die Richtung gehen, aber jetzt ist es auch zu spät. Jetzt ist auch zu spät. Das haut schon irgendwie hin. Wir kriegen das irgendwie gebrezelt. So. Wie machen wir hier die Schränke? Wir brauchen auf jeden Fall hier einen weißen Bereich. Deswegen werden wir hier mit Weiß arbeiten, ne? Ja, okay.
So, es war ein kleines Abenteuer, aber ich habe es geschafft. Aber noch sind wir tatsächlich noch nicht fertig. Wie, wir sind noch nicht fertig? Ja, da fehlt leider noch eine Sache, und zwar Licht. Wir brauchen zum einen Licht und wir brauchen zum anderen eine Dunstabzugshaube. Wie ich das hinkriegen will, das weiß ich nur nicht. Ich werde hier einfach jetzt mal... Oh, wie mache ich denn das? Am besten wir fangen hier an der Ecke an, ne? Ja, müssen wir irgendwie relativ mittig. Mal so ein Vierer mal. Dann gucken wir mal, kann ich das so einfach? Nein, ich kann das nicht so einfach machen. Gucken wir mal. Aus der Dunstabzugshaube kommt dann auch ein bisschen Licht, ne? Weil die haben ja normalerweise ein bisschen Licht. Und hier sind ja auch so ein bisschen dreieckig, ne? So. Aber hier so ein bisschen mehr. Okay. Das Problem ist jetzt nur hier wirklich im übelsten Schwarz zu arbeiten. Das ist die größte Schwierigkeit.
sehe absolut gar nichts. Ich arbeite mit Weiß. Oder ich wechsle ab, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Huch! Seht ihr, was ich meine? So, dann packen wir darauf halt schwarz. Ja, so ist in Ordnung. Obwohl, nee. So ist nicht in Ordnung, oder? Doch, doch, doch. So ist in Ordnung. So, gucken, ob da irgendwelche Lücken sind. Ist das schwarz oder ist das eine Lücke? Das ist eine Lücke, ne? Dann sollten wir erstmal die Lücken stopfen. Ist das jetzt eine Lücke oder ist das keine Lücke? Ist keine Lücke. Okay, darauf packen wir das. Darauf packen wir das Schwarz. So, keine Sorge, das wird später besser aussehen, als es jetzt aussieht. Und dann fahren wir weiter mit Weiß. Dass wir eine schön zylinderartige Form kriegen, ne? Später kann ich das andere noch übermalen. Hier ist ja kein Problem. Ah, ich hätte das direkt anders machen können. Ich kann ja hier direkt schwarz drauf machen, ne? Ja, stimmt. So. Und weiter geht das Spielchen. Ach, diese Scheiße. Manchmal, ne? Ist das so viel Kleinarbeit, dass ich da nicht drauf klarkomme. So, jetzt machen wir nämlich einen auf den hier. Und dann nochmal. Und dann so. Du kommst weg. Oh Gott, ich hab einen Riesenfehler gemacht. Das muss doch eckig sein. Oh, Zero. Concentration, please. Oh. Das wird eine richtig schöne Dunstabzugshaube. So, jetzt muss ich es aber schaffen, irgendwie. Wenn ich nur mehr Licht hätte. Das ist zu hoch. So. Oh, ich kann es mir doch einfach machen, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Ach komm. Nein, nein, nein. 1, 2, 3, 4, 5. Was stimmt da nicht? Das ist immer noch die falsche Höhe. Oh Gott, das wird. Leute. So funktioniert das nicht. Nein, was habe ich denn getan? Oh. So. Gehen wir hier den Quarzblock. Ist das jetzt die richtige Höhe? Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Wir machen das anders. 1, 2, S, wie so? 3, 4, 5. So richtig, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, passt doch. So, dann entfernen wir einfach mal das hier. Geht das so? Nein. Natürlich nicht. Dann machen wir es anders. So. So. Hätte man gleich so machen können. So, und jetzt ersetzen wir das Ganze einfach durch Schwarz. So, Dunstabzugshaube. Jetzt kommt natürlich die Problematik, die hätte ich vielleicht vorher bedenken sollen. Ich will natürlich auch Licht reinpacken. Aber weißt du was? Wieso nicht? Ja, komm, hier. Machen wir ein bisschen Licht hier für mich. Ich glaube, das war ein Fehler.
Gib mir Licht. Ach, ich bin auch ein Idiot. Licht. So, ja, hat wenig geholfen. Okay, ich möchte nämlich hier Licht machen. So. Dann nehmen wir den inneren Kern raus. Eins, zwei. So müsste das funktionieren, ohne dass was verschwindet. Genau. Da setzen wir jetzt das rein. Bietet einfach nicht genug Licht. Wir machen jetzt Folgendes. Ihr habt einen richtig guten Plan jetzt. Zack, zack. Sieht jetzt noch ein bisschen scheiße aus, ich weiß. Aber so haben wir jetzt die volle Kontrolle über das, was wir tun. Und der ganze innere Teil ist aus Licht. So. Ich glaube, das ist in Ordnung so. Ne, das sieht ganz gut aus. Tada! Lichtquelle Nummer 1. Und jetzt kommt hier Lichtquelle Nummer 2 hin. Ich hoffe, das haut hin. Müssen wir gucken. So. Machen wir am besten so ein Dreierpack. Und hoffen, dass das reicht. So. Gut, das hier unten ist natürlich Kacke. So wird das erst hell, dann heißt es ja auch eigentlich, warte, Moment. Kann ich hier noch einen in die Richtung gehen? Brenzlig, brenzlig. Wir müssen halt irgendwie. Ich hab's geschafft? Nein. Ich komme auch nicht über den scheiß Kühlschrank. Okay. Ich weiß, was wir machen. Wir machen hier ein Türmchen, setzen hier einen rauf, nehmen dann hier alles weg. Und dann hoffen wir, dass es reicht. Nein, es reicht einfach nicht. Ja, dann so. Und dann darauf das Weiße. Halt normalerweise in Küchen so üblich ist. Komm von hier aus ran. Scheiße. Am wichtigen Teil komme ich nicht ran. Habe ich doch einen Block am Start? Ja, komm. So. Fertig. Kann ich das Ding auch abbauen irgendwie? Ja. Alter, komm her. So. Das ist unsere Küche, Freunde.
Was sagt ihr dazu? Wir haben Zugriff auf die Kiste. Oh. Oh. Haben wir Zugriff? Wieso habe ich keinen Zugriff auf die Kisten? Warum habe ich denn das Ganze gemacht? Oh nein. Wieso habe ich keinen Zugriff auf die Kisten? Moment, ich muss was testen. Dreh durch. Dreh durch. Kann ich da nicht durchgreifen, oder? Das ist hier einfach im Weg. Das ist jetzt kacke. Ganzen Scheiß hätte ich mir sparen können. Ah, gucken wir mal, wie es hier unten aussieht. Habe ich ja noch nicht diesen Griff hier reingemacht. Oh, da bin ich einfach zu hoch gewesen, okay. Ah, dass das nicht funktioniert, ist so ekelhaft. Ich hab gedacht, ich hab's. Zu früh gedacht. Auf die Kiste habe ich Zugriff. Auf die nicht, weil der Kühlschrank höher muss. So ein Bullshit. Ah, na gut, machen wir hier einfach zwei rein. Ich glaube, das haben wir unten sowieso gemacht, ne? Ja, ganz genau. Manchmal muss man auch dran arbeiten, damit es funktioniert. So. Das machen wir jetzt mal live zusammen, damit ihr seht, wie komplex das eigentlich ist, hier zu bauen. Es sieht immer so einfach aus, wenn ich hier zack, zack, zack mache, weißt du, aber, oh nee, okay, zum Glück ist es nicht abgegangen. Aber irgendwie ist es ja nicht so einfach, wie man denkt. So. Man muss auch immer pixelgenau arbeiten. Hoffen wir mal, dass die Truhe jetzt zu aufgeht. Okay, sieht zwar ein bisschen kacke aus, wie das da oben dann rausguckt. Aber wisst ihr was? Das ist mir eigentlich egal. Ja, weg mit dir. Ja gut, dann reihen wir uns. Ja, ganz genau das wollte ich. Reihen wir uns auf die Höhe dessen an. Ich habe übrigens hier die Truhe rausgemacht, weil da natürlich ein Waschbecken hinkommt, was ich jetzt vergessen habe einzubauen. Aber das machen wir gleich. So. Wobei das jetzt nicht mehr so einfach wird, das Ding reinzubauen, ne, im Nachhinein. Ah, ich habe eine Lösung. Ich habe eine Lösung. Ist zwar ein bisschen verschwenderische Lösung, aber ey, Lösung ist Lösung. Ich muss zuerst mit der Seite anfangen. Ja, wir haben hier halt auch Zugriff auf den Ofen, ne? Da können wir da irgendwas reinpacken. Funktioniert das schon? Nö. Ja. Naja, aber rein theoretisch können wir, sieht man dann auch die Fahne, sag ich schon, die Flamme. Die sieht man dann schon. Aber guck mal, ist schon hier ziemlich hell geworden. Ja, guck mal, geht auf. Mehr wollte ich doch nicht. So. Genau, und hier nehmen wir jetzt unser Eisen. Oder machen wir es mit dem grauen Beton? Jetzt sollten wir schon mit Eisen machen. Aber wir werden auf jeden Fall jede Menge Eisen verschwenden, weil wir nämlich den ganzen Scheiß hier auffüllen. Jep, und schon haben wir kein Eisen mehr. Eine andere Lösung ist mir jetzt nicht eingefallen, weil man kann halt nicht viel machen, wenn man es halt am Ende macht. Man sollte sowas halt im Anfang schon mit reindenken, aber wenn man es vergisst, dann muss man halt ein bisschen auf Verschwendung gehen und einen ganzen verdammten Block dahin setzen. Tja, so ist das halt mit der Vergesslichkeit. Hast halt mehr Arbeit. So. Das sollte ich auch vielleicht mal wegnehmen, ne? Okay, ab in die Küche. So, wir haben da jetzt einen verdammten Block drin. Und um den bauen wir jetzt herum.
Scheiße. Okay, geht noch. Puh. Ich glaube, ich habe nämlich einen schwarzen da reingesetzt. Ist noch nicht tief genug. Und schon sieht scheiße aus. Geil. Kann man nicht viel machen. Egal, Eisen ist Eisen. Solange wir das Eisen haben, ist mir das ehrlich gesagt auch egal. Oh. Hier kommt dann noch das hin. Nein, nicht. Ach, das geht nicht anders. Muss ich den Teil halt komplett per Hand machen. Auch wenn ich ehrlich gesagt, ich erkenne gar nichts bei diesem Schwarz. Oh, so. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu klein für mein Waschbecken. Okay. Dann müssen wir eigentlich nur Folgendes machen. Ein Loch reinmachen. Waschbecken. Ah, sieht nur so semi-geil aus. Aber ich meine, wer klettert schon rauf und guckt da in die Richtung? Weil wenn man so guckt, ein richtig gutes Waschbecken. So, ein richtig gutes Waschbecken hat natürlich auch ein Wasserhahn. Ganz genau, Leute. Und den packen wir jetzt hier wieder rauf. Diesmal in etwas größeren. Und schon brauchen wir Wasser. So, gut, dann verbrauchen wir mal das restliche Wasser, was noch übrig geblieben ist. Wenn ihr Neues braucht, Leute, sagt mir Bescheid. Ich pack Neues rein. Könnt ihr jederzeit in Discord schreiben. Ich sehe es manchmal. Manchmal nicht. Ah, cool, ja. Das ist jetzt, hab ich das noch im Schnellspeicher drin? Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ja, geil. Ja, ich wollte definitiv den ganzen... Wasser. Gib mal her den Scheiß. So, einmal bis ganz nach oben vollfüllen. Mein Wasserhahn ist nämlich sehr, sehr stark. Mal ganz kurz hier irgendwie versuchen, das Wasser hier wegzumachen. Es ist nämlich nicht so leicht, das Wasser zu setzen. So. Das müsste jetzt funktionieren. Ja, nice. Guckt's euch an. Mein Wasserhahn. Ich könnte ihn sogar noch ein bisschen dicker machen, ne? Einen richtig dicken Wasserhahn. Oh, das ist in Ordnung. Gehört ja auch immerhin in die Küche. Wo, was ist jetzt mit meinem anderen Zeug passiert? Wo sind meine ganzen Bits? Ach, ich habe da das ganze Wasser rein. Auch manchmal blöd, ne? Das ist doch kein grauer Beton. Was ist das graue Beton? Das ist braun. Naja, egal. Am Wald braun. So, und dann setzen wir hier nochmal Wasser ran. Wunderschön. Aber wenn das nicht eine schöne Küche ist, dann weiß ich auch nicht, Freunde. So, ich würde sagen, damit haben wir die Küche fertiggestellt. Als nächstes werden wir das den Essbereich machen. Und dann kommt hier halt noch irgendwie... Vielleicht mache ich hier
Essbereich und hier mache ich dann Wohnbereich. Das könnte funktionieren. Ja, so machen wir das. Ist hier die Wohnbereich und hier machen wir halt die Küche zu Ende. Dass wir hier dann halt irgendwo... Obwohl... Eigentlich muss ich hier diesen... Also die Küche muss auf jeden Fall zentral sein, also finde ich. Nee, wir machen hier den Essbereich und dann machen wir hier halt nochmal einen Wohnbereich. Weil ich brauche halt hier diesen Kamin, auf der Seite. Das ist ganz wichtig, dass der hier an der Seite ist. Gut, Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.